Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich will an die Ausführungen von Heinz Bierbaum von heute Morgen anknüpfen. Initiativen der Belegschaft mit dem Ziel einer Übernahme des Betriebs begegnen den Gewerkschaften selten. Und wenn, dann eigentlich nur in zwei unterschiedlichen Situationen. Erstens in fortgeschrittenen Phasen der Unternehmenskrise, vielfach erst im Stadium der Insolvenz. Und zweitens, noch seltener, im Rahmen von langfristigen Regelungen einer Unternehmensnachfolge. Ich will meinen Schwerpunkt der Ausführung auf die Unternehmenskrise legen und sage gleich vorab, die gelungene Fortführung von Krisenbetrieben durch die Belegschaft ist in Deutschland auf Einzelfälle begrenzt und noch viel seltener erfolgen sie im Rahmen des Genossenschaftsmodells. Und da kann ich meinen Vorrednern, dem Herbert und der Kerstin, eigentlich nur beipflichten. Initiativen aus der Belegschaft zur Übernahme des Betriebs durch die Mitarbeiter werden von Gewerkschaftsseite häufig nicht forciert. Und wenn, dann steht und fällt die ganze Initiative mit den jeweils handelnden Personen vor Ort in den Gliederungen. Warum ist das so? Betriebsübernahmen, unabhängig der geplanten späteren Rechtsform, scheitern heute in der Praxis überwiegend an langwierigen Finanzierungsverhandlungen und einer damit regelmäßig verbundenen, notwendigen Kofinanzierung der Beschäftigten. Der Mangel an finanziellen Mitteln, der zur Übernahme der bereiten Kolleginnen und Kollegen, sprich Eigenkapital, stellt meines Erachtens nach den Hauptgrund dar, warum Beteiligungsmodelle häufig von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, ganz abgesehen davon, dass eine hundertprozentige Zustimmung der Belegschaft zur Übernahme in Praxis kaum erreicht wird. Lange Verhandlungen, Einzelgespräche und Überzeugungsarbeit in den Betrieben verschlingen regelmäßig wertvolle Zeit, welche gerade in Krisensituationen, in denen schneller Handlungsbedarf gefordert ist, nicht zur Verfügung steht. Für unkonventionelle Ideen und Alternativen fehlen den Akteuren zudem häufig die Erfahrung, die richtigen Kontakte und nicht zuletzt auch der richtige Mut und Wille. Wenn es trotzdem gelingt, und auch das kann ich bestätigen, und dann regelmäßig unter der Initiative des Betriebsrats die Mitarbeiter zu beteiligen und gemeinsam wesentliche Eckpunkte einer künftigen Ausrichtung darzustellen, so erfolgen doch oft schnell die nächsten Rückschläge. Wenn es darauf ankommt, verhalten sich die Banken plötzlich wenig kooperativ und stellen ihre anfänglichen Zugeständnisse immer wieder auf den Prüfstand. Die Entscheidungsstrukturen in selbstverwalteten Organisationen sind für die Banken plötzlich zu langsam oder zu undurchsichtig. Meist fehlt ihnen auch die klare unternehmerische Ausrichtung und die Strategie. Daneben zeigen sich ursprüngliche Versprechungen seitens der Politik oder der regionalen Wirtschaft vielfach im weiteren Prozess als nicht haltbar und meistens sind diese auch von individuellen Befindlichkeiten geprägt. Hinzu kommen im weiteren Verlauf immer neue bürokratische Hemmnisse. Eine von allen Beteiligten vermeintlich gewollte Sicherung von Arbeitsplätzen und Beschäftigung kann am Ende aufgrund von Partikularinteressen, administrativen Beschränkungen und ideologischen Vorbehalten doch nicht erreicht werden. Leidtragende sind in erster Linie die Beschäftigten. In Summe führt das aber auch zur Zermürbung und Frustration bei den externen Unterstützern, insbesondere bei den arbeitsorientierten Beratern und natürlich auch bei den handelnden Gewerkschaftsfunktionären. Insofern werden von vornherein oft lieber klassische, also bekannte Wege gewählt mit der Maßgabe, möglichst viele Arbeitsplätze zu retten und dabei einen Beschäftigtenabbau so teuer wie möglich zu erkaufen. Und meist ist das auch die erste oder die klare Linie bei den Betriebsräten. Auch meine Erfahrungen in der IG Metall aus der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise brachten hier kein Umdenken. Unternehmenskrisen und Insolvenzen gaben, zumindest für meine Gewerkschaft gesprochen, nur in sehr wenigen Fällen Anlass zur Gründung einer Belegschaftsinitiative mit dem Ziel der Übernahme des Betriebs und wenn, dann niemals in genossenschaftlicher Ausprägung. Eine Belegschaftsinitiative zur Übernahme des Betriebs, egal ob vollständig oder auch nur teilweise, beispielsweise zur Vermeidung drohender Übernahmen durch fremde Investoren mittels Sperrminoritäten,
stellt immer auch eine Beteiligung am Unternehmenskapital dar. Und eine solche wird in den Gewerkschaften noch häufig mit dem damit einhergehenden Kapitalrisiko verbunden, welches den Beschäftigten neben dem Arbeitsplatzrisiko zusätzlich aufgebürdet wird. Auch das haben wir heute Morgen schon erwähnt. Zudem unterliegen die Ressourcen, die in eine Belegschaftsinitiative gesteckt werden, immer auch dem Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns, was automatisch ein negatives Licht auf die handelnden Personen und damit auch vornehmlich die Gewerkschaften wirft. Noch viel stärker wirkt meines Erachtens nach in den Gewerkschaften allerdings die Angst vor dem Verlust an Vertretungsmacht und damit der Durchsetzungsstärke, wenn die Produktionsmittel plötzlich in die Hand der Arbeitnehmer übergehen. Und je höher der Grad der Selbstverwaltung ist, desto größer ist auch die Gefahr, dass tarifvertragliche Regelungen unterlaufen werden und es damit zur Verschärfung des Wettbewerbs auf Druck auf die Konkurrenz kommt. Doch ich will hier kritisch hinterfragen. Gerade in Zeiten, in denen die Sozialpartner von Flächentarifverträgen mittels betrieblicher Bündnisse für Arbeit abweichen können, scheinen mir die Ängste der Gewerkschaften doch ein Stück weit unbegründet. Schon heute achten die Gewerkschaften bei betrieblichen Abweichungen vom Flächentarifvertrag doch sehr genau auf die damit verbundenen Auswirkungen, insbesondere beim Personalaufwand, bei den Investitionen und Prozessverbesserungen zur Standort- und Beschäftigungssicherung und all ihren damit verbundenen Wettbewerbswirkungen. Zudem gelten mit dem Betriebsverfassungsgesetz und den Gesetzen zur Unternehmensmitbestimmung die gleichen mitbestimmungsrechtlichen Grundlagen. Und auch Arbeitnehmervertretungen werden meines Erachtens nach ebenfalls sicher weiter notwendig sein, wahrscheinlich mit einem etwas veränderten Rollenverständnis und sicherlich mit anderen Arbeitsinhalten. Fakt ist, dass die Rechtsform der Genossenschaft in der Öffentlichkeit in Deutschland noch immer in einem Dornröschenschlaf liegt. Und daran ändern auch die nachfolgenden Zahlen jetzt erstmal nichts. Im Krisenjahr 2009 zählte man in Deutschland 7.505 Genossenschaften, eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 0,2%. Immerhin mit insgesamt gewaltigen 20,5 Millionen Mitgliedern. Das heißt, ohne Doppelungen ist damit rund jeder vierte deutsche Mitglied in irgendeiner Genossenschaft. Zudem sind die deutschen Genossenschaften Arbeitgeber für über 830.000 Menschen. Dennoch, nur im Bankenbereich und in der Wohnungswirtschaft gibt es in Deutschland noch wesentliches genossenschaftliches Eigentum. Andere klassische genossenschaftliche Betätigungsfelder haben im Laufe der Zeit entweder an Bedeutung verloren oder ihr Betrieb wurde in anderen Rechtsformen fortgeführt. Kritisch will ich anmerken, die Genossenschaft ist heute nicht mehr die Rechtsform, als die sie einst von ihren Gründervätern konzipiert worden ist. Zahlreiche Änderungen des Genossenschaftsrechts haben ihr einen Rahmen geschaffen, der mittlerweile geeignet ist für Banken und Konzerne im internationalen Wettbewerb, aber nicht für Belegschaftsinitiativen mit dem Ziel einer Betriebsübernahme. Trotz Erleichterungen der Gesetzesnovelle 2006 fehlt gerade für neue genossenschaftliche Betätigungsfelder doch an manchen Stellen die Passgenauigkeit. Dabei steht die Genossenschaft wie keine andere Rechtsform für die Leitbilder von Demokratie, Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung und Solidarität. Und für Gewerkschaften ergibt sich allein schon aus der Struktur der Genossenschaft eine Reihe von Anknüpfungspunkten. Gerade in der gesellschaftlichen Debatte nach einer anderen, wirtschaftsdemokratischeren Ausrichtung nach der Krise können Gewerkschaften die Rechtsform als eine mögliche Alternative positiv hervorheben und deren Weiterentwicklung fördern. Parallel dazu könnten sie in konkreten betrieblichen Konflikten Genossenschaftsmodelle aufzeigen und diese offensiv vertreten. Doch in Gewerkschaftskreisen begegnet man der Genossenschaft nicht zuletzt auch nach den negativen Erfahrungen aus der Gemeinwirtschaft in Deutschland, wobei, und das will ich ausdrücklich betonen, hier die Genossenschaft schon längst keine Rolle mehr gespielt hat, noch immer skeptisch. Das ist verwunderlich, tragen doch Genossenschaften vor dem Hintergrund von Strukturwandel und Globalisierung dazu bei, dass lokale Arbeitsplätze aufrechterhalten werden können. Und ihre tiefe regionale Verwurzelung stellt ein Gegengewicht zur Entvölkerung ländlicher Gebiete dar
und fördert damit auch die Entwicklung strukturschwacher Regionen. Umso wichtiger erachte ich es daher, dass sich Gewerkschaften heute offen und vorurteilsfrei auf Betriebsübernahmen durch die Belegschaft gerade in genossenschaftlicher Ausprägung einlassen und sich koordinierend einbringen, Anregungen geben, Netzwerke aufbauen und so letztlich den Prozess kontinuierlich absichern. Oberster Grundsatz für eine Übernahme des Krisenbetriebs durch die Mitarbeiter muss bei allen verantwortlichen Akteuren die Erkenntnis sein, dass die Belegschaft mit ihrem Interesse nach Sicherung der Arbeitsplätze in aller Fokus steht. Dazu muss aber auch das künftige Geschäftsmodell belastbar mittels Sanierungskonzept dargestellt werden können. An der Erstellung dieses Sanierungskonzeptes sind die Beschäftigten die wesentlichen Akteure. Dass sie dazu betriebswirtschaftliche und rechtliche Unterstützung benötigen, steht außer Zweifel. Diese müssen sie von fachkundigen externen Beratern erhalten. Da deren Bezahlung im Rahmen der betriebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten in fortgeschrittenen Phasen der Unternehmenskrise durch das Unternehmen meist nicht mehr darstellbar ist, ist zu fordern, dass zur Finanzierung der Beratungsleistung entsprechende langfristige Förderprogramme bundesweit und branchenübergreifend vorgehalten werden. Herauszuheben ist hier das Beratungsangebot über die Taskforce Krisenintervention der IG Metall, über welches, wenn auch sehr wenige, Belegschaftsinitiativen in den vergangenen beiden Jahren mitfinanziert werden konnten. Nötig ist meines Erachtens nach hier konkret der passgenaue Zuschnitt von Förderprogrammen auf Belegschaftsinitiativen in genossenschaftlicher Ausprägung. Allgemein gilt, gerade auch in Bezug auf Förderprogramme, dass die Genossenschaft gegenüber anderen Rechtsformen nicht länger diskriminiert werden darf. Offen muss ich ansprechen, dass auch bei Einigkeit in der Belegschaft und den handelnden Akteuren die Gefahr besteht, dass eine Betriebsübernahme durch die Belegschaft an ihre betriebsverfassungsrechtliche Grenzen stößt. Ein echter Anspruch auf eine Beteiligung an unternehmerischen Entscheidungen besteht nach dem Betriebsverfassungsgesetz nicht, und auch mit dem Risikobegrenzungsgesetz wurde kein echtes Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer beim Einstieg von externen Investoren geschaffen. Die Unternehmensmitbestimmung haben wir heute Morgen auch schon angesprochen. Lasst mich in diesem Zusammenhang Berthold Huber aus seiner Zukunftsrede vom letzten Gewerkschaftstag vor rund 3 Wochen der IG Metall zitieren. Er sagt, Zitat, wir brauchen eine Erweiterung der betrieblichen Mitbestimmung, ganz besonders bei Sanierungskonzepten, bei Betriebsänderungen, bei der Beschäftigungssicherung, beim Recht auf externe Beratung, bei Leiharbeit und Werkverträgen, um nur einige Punkte zu nennen. Auch wenn er dabei nicht konkret auf Betriebsübernahmen durch die Belegschaft eingeht, heißt das doch für mich sinngemäß, dass der Betriebsrat gerade in der Unternehmenskrise das Recht bekommen muss, rechtzeitig und vollständig informiert zu werden, um daraus auch die Möglichkeit zu haben, verbindliche Maßnahmen im Rahmen der Sanierung abzuleiten und diese auch durchzusetzen, wenn das Unternehmen oder Teile davon auch wirtschaftlich in der Belegschaft fortgeführt werden kann. Ich muss aber auch auf die bekannten Probleme der Selbstverwaltung hinweisen. Denn auch für einen Betrieb in Mitarbeiterhand entscheiden im kapitalistischen Umfeld über den Erfolg letztlich nur die generierten Wettbewerbsvorteile und damit auch das jeweilige Geschäftsmodell. Auch ergeben sich in der Folge immer neue, gegebenenfalls auch wechselnde Machtstrukturen, zumeist dann, wenn es wirtschaftlich nicht gut läuft und neue Kreditgeber gefunden werden müssen und was auch oft mit dem Wechsel der handelnden Personen einhergeht. Meines Erachtens nach kann gerade hier die Rechtsform der Genossenschaft ihre Stärke beweisen, da solche Fragen bereits in der Satzung festgeschrieben sind und auch Ein- und Austritte im Gegensatz zu anderen Rechtsformen leicht möglich sind. Schwierig ist es hingegen, meines Erachtens nach, eine produktiv-genossenschaftliche Struktur auf längere Zeit beizubehalten. Dies ist ceteris paribus umso eher möglich, solange die jeweilige Ertragskraft und der Wettbewerb dies zulassen.
Ansonsten unterliegt die Genossenschaft der ständigen Gefahr, dass das Identitätsprinzip zunehmend durch neue Mitarbeiter, nicht einstiegswillige oder rein investierende Mitglieder aufgeweicht wird. Das muss von vornherein nicht unbedingt negativ beurteilt werden. Ich will nur anmerken, dass die Rechtsform der Genossenschaft in ihrer reinen produktiv-genossenschaftlichen Ausprägung häufig noch als Idealbild stilisiert wird. Faktisch ist die Produktivgenossenschaft in Deutschland bedeutungslos. Und nicht verschweigen will ich, dass genossenschaftliche Werte auch in anderen Rechtsformen durchaus ausgeprägt sein können. Für Produktiv- und Fördergenossenschaften gilt gleichermaßen, sie werden in ihrem eigenen Sinne immer dann erfolgreich sein, wenn sie die Interessen der Mitglieder immer aufs Neue in den Fokus ihres Geschäftsmodells und ihres Förderauftrags stellen. Ich sage aber auch, eine Genossenschaft, die sich aufgrund eines verwässerten Identitätsprinzips durch eine rein marktorientierte Führungsstruktur vom Mitglied entfernt hat und ihren Förderauftrag nur noch an Höhe der Dividendenausschüttung bemisst, ist allein ob ihrer Rechtsform für mich keine wirtschaftsdemokratische Alternative. Lasst mich zum Schluss noch kurz auf den Aspekt der Unternehmensnachfolge eingehen. Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn hat über den Zeitraum 2005 bis 2009 festgestellt, dass jährlich 7.300 Unternehmen mit ca. 72.500 Beschäftigten an Mitarbeiter übertragen werden. Das sind immerhin rund 10% der Gesamtheit aller übergabereifen Unternehmen. Ich folgere daraus, dass eine genossenschaftliche Ausgestaltung hierbei keine Rolle spielt, was ja die Zahl der eingetragenen Neugründungen belegen würde. Offen auseinanderzusetzen ist sich mit dem Gedanken, dass, wenn es zu keiner Nachfolgeregelung kommt, die Genossenschaft als Mitarbeiterbeteiligungsmodell dienen kann. Die Zielstellung geht dabei über die einer Belegschaftsinitiative hinaus, denn neben der Sicherung der Arbeitsplätze steht primär der Gedanke der Selbstverwaltung von Anfang an im Mittelpunkt. Die Voraussetzungen sind allerdings günstiger. Wenn sich das Unternehmen nicht gerade in einer manifesten Krise befindet, ist der wirtschaftliche Druck geringer, womit sich auch die zentrale Frage nach Sicherung der Beschäftigung nicht in einer solchen Relevanz stellt. Zudem sind Arbeitsabläufe eingespielt, Aufträge und Kundenbeziehungen vorhanden und das Know-how in der Belegschaft gesichert. Insofern sind Nachfolgeplanungen von den Unternehmen bereits frühzeitig und langfristig schon in wirtschaftlich guten Zeiten in Angriff zu nehmen und mögliche Modelle in der Belegschaft mit ihren Vertretern proaktiv auszuloten. Dennoch, bis zur endgültigen Übernahme sind die Beschäftigten noch keine Mitglieder der ja erst noch zu gründenden Genossenschaft. Auch hier gilt, zur langfristigen Ansparung ihrer Anteile zwecks späterer Übernahme müssen passgenaue Fördermöglichkeiten bereitgestellt werden. Ich will ein Schlussfazit ziehen. Wenn Gewerkschaften sich gestaltend in die Debatte über den ordnungspolitischen Rahmen nach der Krise einbringen, dann können sie sich gerade dem Genossenschaftsgedanken nicht verschließen. Wenn eine zentrale Erkenntnis aus der Finanz- und Wirtschaftskrise bleibt, dann doch die: Die Rechtsform ist gerade nicht beliebig. Eine Reihe von Ansatzpunkten für die Gewerkschaftsarbeit ergibt sich schon aus der Struktur der Genossenschaft. Auf dieser lassen sich neue gewerkschaftliche Handlungsfelder aufbauen. Sie begründen sich heute primär aus der Sorge um Unternehmenszusammenbrüche und den damit verbundenen Beschäftigungsverlusten. Nicht nur gewerkschaftliche Antworten an die Kapitalseite auf die Umstrukturierung von Unternehmen, sondern auch Ansätze für einen Zusammenschluss der Belegschaft, gerade in genossenschaftlicher Rechtsform, müssen gegeben und aufgezeigt werden. Dazu sind eine breite und offene Auseinandersetzung mit den genossenschaftlichen Werten sowie die aktive Verbreiterung des Genossenschaftsgedankens in der Gewerkschaftslandschaft nötig. Auch ist die Rechtsform im Kreise der arbeitsorientierten Berater als mögliche Zielvorstellung einer Belegschaftsinitiative zu thematisieren. Denn, machen wir uns nichts vor, Genossenschaftslösungen scheiden heute immer noch mangels Bekanntheit von vornherein aus. Parallel können Gewerkschaften den Genossenschaftsgedanken auch in vielen anderen Feldern weiter vorantreiben,
und die demokratischen Werte und die Vorzüge der Rechtsform konstruktiv hervorheben, insbesondere im ökologischen Bereich und auf dem sozialen Sektor. Jedoch steht bei den Gewerkschaften noch immer eine wirkliche Rückbesinnung auf die genossenschaftlichen Werte aus, zumindest wird diese nicht erkennbar vorangetrieben. Dabei gibt es hierfür auch für die Gewerkschaften kein besseres Zeitfenster als jetzt und heute, denn nicht zuletzt hat ja auch die Vollversammlung der Vereinten Nationen das Jahr 2012 zum Jahr der Genossenschaften deklariert. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Würde ich gleich zu Emanuel Ness überleiten. Ich kann mir eigentlich einen Satz nicht verkneifen, nämlich die Rechtsform ist sicher nicht beliebig, aber ich würde auch ergänzen, aber auch gleichzeitig keine Garantie für nichts.